Oldtimer-Freunde. Teil 14, ja, es ist unglaublich, unserer SLC-Restauration. Und traditionsgemäß fangen wir natürlich an mit dem, was der Wagen am meisten zu bieten hat, nämlich Rost. Hier haben wir das Schiebedachgestelle. Ja, und da sehen wir, oh, ja, endlich mal die Wasserabläufe. Ein wenig angerostet, schön knusprig, ja, wie wir es am Fahrzeug gewohnt sind. Wie das Blech überlagert aussieht, brauche ich niemandem zu erklären. Und wenn das Gestell schon nicht besonders toll aussieht, ist natürlich auch das Schiebedach selber ein wenig von der braunen Pest befallen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Ausschnitte zusammengeschoben, wie es unter dem Gummi, ja, unter dem Verrotteten eben aussieht. Und ja, eigentlich wie immer. Und ich kann mir denken, dass da in stundenlanger Kleinarbeit jetzt wieder Bleche gedengelt werden, um das Teil wenigstens so weit zu entrosten, beziehungsweise auch wieder in Form zu bringen, dass es gut aussieht. Aber mittlerweile sind wir ja auch an dem Punkt, wo wir tolle neue Sachen machen. Und da wir hier so eine Frame-Off-Restauration machen, habe ich mir vorgenommen, bei diesen Fahrzeugen grundsätzlich einen komplett roten Untergrund herzustellen, so dass man diese Fahrzeuge bei mir dann relativ einfach auch erkennen kann, die Frame-Off restauriert sind, und genau das wird da gerade hergestellt. Wir erzeugen damit eine weitere Schutzschicht, die allerdings dann, ja, mittlerweile glaube ich dann die dritte oder so ist, und da sollte der Rost in welcher Form auch immer er auftreten möchte, keine Chance mehr haben. Wichtig ist einfach, es sorgt für eine schnelle Wiedererkennung. Ja, dann ist allen klar, dass es sich hier um ein Frame-Off-Fahrzeug von uns handelt. Und genauso werden wir es mit den nächsten Fahrzeugen dann eben auch versuchen durchzuführen. Ja, aber Farbe ist schön. Was fehlt uns an all unseren Fahrzeugen aus diesen Baujahren? Ja, eine vernünftige Hohlraumversiegelung. Wenn die ab Werk passiert wäre, wären diese ganzen Rostfraßaktionen von innen wahrscheinlich nie passiert. Und so gehen wir jetzt einfach mal hin und sprühen mal eben, weiß nicht, 16 oder so Kartuschen an Hohlraumversiegelung nochmal in wirklich jede Ecke. Und bis das Zeug rausläuft, wie man sieht. Ja. Und damit sollte nun endgültig dem Rost keine Chance mehr gegeben werden. Und wie wir hier sehen, es wird auch weiter montiert. Unglaublich aber wahr, das Fahrzeug nimmt langsam wieder Gestalt an. Hier sehen wir gerade die Montage der Vorderachse. Und Hinterachse ist dann auch schon dran. Das sehen wir im zweiten Teil hinten. Hier haben wir es jetzt einfach mal mit einer ersten Befestigung und hier nochmal schön die montierte Vorderachse. Wir erinnern uns an die letzten Videos. Da hatten sie die Achse komplett zerlegt, wirklich in die alle Einzelteile. Und hier sehen wir jetzt auch mal das Ergebnis. Ach, das macht dann doch, das lässt einem das Herz wieder aufgehen. Frische Gummis überall, frische Schrauben, frischer Lack und alles sehr schön montiert, sodass wir da sicher sein können, dass das auch funktioniert. Da oben Lenkgetriebe. Ja, und somit haben wir hier die Übersicht über alles das, was funktional dann zusammengebaut werden muss, damit so ein Wagen nachher wieder sauber und gerade fährt. So, wie gerade von mir angesprochen, hier gibt es jetzt einen echten Durchflug. Ich habe das mal extrem beschleunigt. Wir sehen hier die Montage der Kardanwelle mitsamt Hardyscheibe. Und ja, ein nicht unwichtiger Teil in dem gesamten Fahrzeug, denn ohne das gibt es nun mal keinen Vortrieb. Und ein Blick aufs Differential. Und damit haben wir dann auch die Hinterachse entsprechend sauber schon mal in Teilen montiert. Und so langsam baut sich ein hübsches Gesamtbild auf. Und ich denke mir, die Farbkombi ist ganz gut mit dem Schwarzen und dem Rot. Und das macht dann schon einen recht wertigen Eindruck. Ja, und wir wollen nicht nur vorwärts fahren, wir wollen ja auch bremsen. Und auch hier nochmal in akuter Beschleunigung, Montage natürlich der Handbremsseile, der Handbremszüge.
Und die sind dann eben auch schon verlegt und werden dann entsprechend jetzt befestigt, beziehungsweise mit der entsprechenden Brücke unterstützt. Und somit haben wir auch die Funktionalität der Handbremse, das hatten wir auch beim letzten Mal im letzten Video gezeigt, dann jetzt auch nach vorne hergestellt, wo dann der Handbremszug montiert wird. Ja, und dann zum Schluss etwas, was macht so ein Auto zum Auto? Ein Lenkrad. Ja, und dafür brauchen wir natürlich auch eine Lenksäule. Die montieren wir hier wieder in Hochgeschwindigkeit und lassen uns dann überraschen, was damit so alles passiert. Da sind natürlich noch einige Anbauteile dann zu montieren, aber das wichtigste Teil kommt jetzt. Das ist unser Lenkrad. Oh, da ist es wieder. Ja, schön verpackt und wird jetzt montiert. Und in der Zeit machen wir uns dann schon mal Gedanken, was noch gemacht werden muss. Es ist eine endlose Arbeit und ich bin überrascht, dass die Jungs die Teile noch alle beisammen haben und ansonsten vor allem auch wieder so montiert bekommen. Wir gehen jetzt in den nächsten Schritten natürlich auch in die Lackierphase, auch für die Außenteile und Montage. Und ja, nachdem wir mit dem Rost angefangen haben, hoffe ich, dass es so nicht unbedingt aufhört. Und wie wir sehen, mit den Lackschichten und der entsprechenden Bearbeitung bin ich sehr optimistisch und freue mich auf das nächste Video. Ciao! Wenn es euch gefallen hat, dann unterstützt mich in irgendeiner Form und zwar hauptsächlich dadurch, indem ihr einfach den Abo-Button drückt und irgendwie ein Like oder einen Kommentar hinterlasst, weil wie ich sehe, reagiert der YouTube-Algorithmus ja nur auf solche Dinge und ansonsten bleibe ich relativ unsichtbar und es wäre schön, ein bisschen Unterstützung zu erfahren. Danke!